Na, ich fange mal so an. Eigentlich hätte ich natürlich lieber Frau Holle gespielt, ist doch klar. Und ich hatte Frau Holle auch schon zweimal gespielt. Und als ich das Drehbuch bekam, dachte ich, ach schön, Frau Holle, na gut, also war Frau Segebrecht vorgesehen, aber egal, die Wirtin. Ja, was war meine Überlegung bei der Wirtin? Die Frau Holle ist ja positiv. Und die Mutter der beiden Mädels ist ja letztlich auch eine positive Rolle. Und da habe ich gedacht, ich als Wirtin kann jetzt nicht auch mal nett sein. Also habe ich mir überlegt, die muss ein bisschen klatschsüchtig sein, sie muss auch ein bisschen neidisch sein. Und dass das nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. So, alle haben sich so lieb, so ist es ja im Leben auch nicht. Und deshalb habe ich mir eben überlegt, die mit negativen Charakterzügen zu versehen. Und habe mir dann auch noch überlegt, irgendwas fehlt mir jetzt, irgendwas brauche ich noch für die Rolle. Arbeite ich meist sonst nicht mit so äußerlichen Mitteln, aber ich dachte, bei Märchen kann man immer noch mal so eine kleine Schippe auflegen. Und habe den Regisseur Herrn Firneisen gefragt, ob ich denn nicht vielleicht einen Beinschaden haben könnte, ob ich denn humpeln könnte. Und da sagte er, ja, biet es doch mal an. Und insofern habe ich also die Wirtin mit einem steifen Knie gespielt. Hat mir großen Spaß gemacht, vor allen Dingen am Schluss des Filmes hatten wir auch eine große Tanzszene, dass ich da als Einzige da humpelnd mich im Kreise gedreht habe. Ja, es hat viel Spaß gemacht, das Drehen. Also ich spiele gerne Märchen, habe als Kind auch gern Märchenfilme gesehen und ja, war sehr schön. Bei Frau Holle jetzt nicht unbedingt war so eine große Herausforderung war das nicht. Wir haben ja vor Freilicht gedreht, also was heißt Freilicht? Wir haben in dem großen Freilichtmuseum in Lede gedreht, in der Lausitz. Und es war interessant zu sehen bei meinen jungen Partnern, die sozialisiert sind im sogenannten alten West-Berlin. Die waren ja sehr jung noch, welche Vorurteile die so gegen die Ossis im Kopf hatten. Wo ich dann immer dachte, sie sind ja nach der Maueröffnung geboren worden, was die da so vom Stapel ließen gegen die Ostler und wie böse und wie doof und was da alles so kam. Und da war ich schon schockiert, wie doch so die geprägt sind von den Eltern mit den schlimmsten Vorurteilen, die während des Kalten Krieges entstanden sind, was die Kinder nach 1990 geboren, was sie da so mit sich rumtragen. Und ich habe nur immer gefragt, und hast du es selbst erlebt? Nein, habe ich nicht selbst erlebt. Ich sage, warum quatschst du das nach, was deine Eltern sagen? Warum? Du musst doch selbst Dinge erleben. Das war für mich, das hatte mit künstlerischen Dingen überhaupt nichts zu tun, ne? Aber das war schon für mich eine Herausforderung. Ja, da die Diskussion mit den jungen Leuten. Ich glaube Sex. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, relativ. Ja, wenn es nicht endlose Monologe sind, geht es relativ, lerne ich gut, ja. Nein, kann ich nicht sagen, nein. Arbeit lohnt sich. Das ist ja alles ganz furchtbar lange her. Das war ja alles im Studio gebaut. Im Studio eine gebaute Dekoration. Und das macht schon Spaß. Also ich drehe auch gern an Originalschauplätzen, wenn man in ein Schloss tritt und so, das ist schon schön. Aber in einer eigens für den Film gebauten Dekoration zu spielen und in den Kostümen, das wird ja dann miteinander auch abgestimmt, wie was zusammenpasst oder was beabsichtige ich damit. Das hat schon großen Spaß gemacht. Ja, eine Prinzessin habe ich ja immer nie gespielt, immer im Rundfunk, im Fernsehen nie eine Prinzessin, aber im Rundfunk und auf Schallplatte habe ich viele Prinzessinnen gespielt. Ja, rein optisch war ich immer die Schwester von der Prinzessin oder irgendeine Freundin oder die Magd oder die Köchin. Ich habe ja in einem großen Fantasy-Film noch mitgespielt, der nicht in Deutschland produziert wurde, sondern in London, in Charlie und die Schokoladenfabrik habe ich ja mitgespielt. Das war natürlich schon ein großes Erlebnis. Das war auch eine gebaute Dekoration 2004 und fragen die Kinder dann immer, und nein, Johnny Depp mitgespielt und haben sie den auch gesehen? Und ich sage, ja, ich habe an 36 Tagen so dicht neben ihm gestanden, wie jetzt meine Hand ist.
aber also das war und insofern, was eine Herausforderung betrifft, war das eine Herausforderung, weil ich Angst hatte. Es wurde natürlich am Drehort nur Englisch gesprochen, ja, ob ich das auch alles verstehe, ob ich dem genüge, was der Regisseur von mir will, dass ich ihn richtig verstehe. Das war eigentlich so die größte Herausforderung für mich, was ein Märchenfilm betraf. Das ist mir eigentlich egal. Ich würde gerne im Märchenfilm, ist auch gar egal, welche Rolle. Also völlig wurscht. Märchen immer, immer. Auch das ist ganz unterschiedlich. Es ist eine Verfilmung so, eine Verfilmung so. Ich finde, wenn zu viel digitalisiert wird in einem Film, ich weiß nicht, ob die Leute sich das nicht bald übergucken, weil eine Dekoration, die ein Mensch gebaut hat, wo ein Mensch die Farbe angestrichen hat, was ein Mensch zusammengeleimt hat, da ist, wie man so schön sagt, da ist eine Seele drin. Und die Seele sieht man, das übersetzt sich. Ob jemand was mit Liebe tut, das kann ein Computer nicht bieten. Und wenn sie da echte, also es wird ja auch viel mit Kleinerstellern um die, also wenn ich viel Volk brauche oder wenn ich jetzt eine riesen Kriegsszene drehen muss, die da im Film wichtig ist, da wird ja auch viel, das wird eben alles vervielfacht, ne? Dann hat man im Original vielleicht 20 Leute, die man so viel vervielfacht, dass es aussieht wie 2000. Nur irgendwie sieht man das. Weil 2000 Leute bewegen sich dann eben doch anders und individueller, als ich das durch eine, es ist enorm, was die Technik kann, ich finde das bewundernswert. Bloß, ich sage mal, eine Seele, eine Liebe, die ich in was hineingebe als Mensch, die überträgt sich, die sehe ich dann auch auf der Bühne sowieso, aber natürlich auch im Film. Thank you.